Leiser sein lassen muss, also können wir das fällt gehen. Auf. Wir gehen das trotzdem nicht alles vorne. Das korrigiere ich, das mache ich alles, keine Sorge. Alles klar. Deswegen mache ich das da jetzt gerade so, wie ich es mache. Na, ja, dann ist ja auch davon. Kann so nicht arbeiten. Was machst du da oben? Sollst du den Öfen? Ui, mach ich doch. Ich hätte so gelacht, wenn er da wird kein Spaß. Mir wird kein Spaß gehabt. Los, los. Hopp, hopp. Arbeit. Das ist eine Baustelle. Baustelle, genau. Hast du gehört hier. Hopp, hopp. Sepp, was du dann schon mal machen kannst, ist, dass du diese Zwischenräume zwischen den vier tragenden Säulen dann gleich ausfüllst. Was ist euch? Hier zwischen Säulen. Diesem Leerraum, der hier entsteht, dass du den füllst. Ja. Ja, ich habe nicht mal Glas. Ja, sobald du ja Glas hast. Ja, da wollte ich eigentlich hier die Treppen erstmal weitermachen. Die habe ich gleich fertig. Jetzt warte ich mal. Bist du das fertig, hast du mich noch kaputt aus. Oh, no, ist wieder Sand drin. Alles, was ich bisher eingesammelt habe. Du hast vielleicht ein Glas bis dahin. Zwei. Ich hab genau jetzt zwei Glas, drei Glas. Oh. Ja, sicher, dass es so ein gerader Bogen ist? Wird das nicht zur Mitte hin dann schmaler oder so? Oder? Aga. Naja, ich bin schon still. Geh du lieber wieder Sand fahren. Bin doch schon dabei. Mecker nicht so viel, Schatzi. Hat das echt gerade so für die Öfen gereicht? Mehr war nicht drin? Ja. Das ist so 15 Sand übrig. Ich habe Aria gekickt. Warum? Weil? Für seine Äußerung. Die Bezeichnung. Oval. Ja. Ja, dann ist so wenig Sand mitgebracht. Warum fehlen denn noch zwei Öfen? Weil der Felix einen weiten Weg genommen hatte. Nicht, als wieder zurückgehen musste und so. Felix, dann geh du schon mal zurück und bring das hin, was du hattest, und dann geh wieder zurück und dann, ja. Ja, und das wird gerade so nach Kreislauf habt. Ja, genau. Warum hast du auch immer noch keine Waffe, Alter? Ich hab doch ein Schwert dabei. Ja, ein Steinschwert, okay. Oder ein Schwert? Eischwert. Ein Riesenschwert. So, und ich geh jetzt dahin, wo es schneller geht, nämlich die Wüste in Richtung. Geht einfach durch hier mit seinem. Was? Welche Wüste-Richtung? Richtung Marcel, bei deiner alten Wohnung. Die ist näher. Näher ist aber nicht unbedingt besser. Die ist hinterm Berg versteckt. Das Einzige, was der Großen in der Nähe ist, ist mein Gebäude. Und da wird man davon dann, wenn ich das dann so fertig habe, wie ich es geplant habe, eh nichts mehr von der Wüste sehen. Alter, sind da viele Creeper auf dem Feld. Mhm. Leute, eine hält ein Hühnchen. Und ein Zombie auf dem Hühnchen. Ja, da ist ein Hühnchen rein, Alter. Die tauchen letztens, die tauchen öfter auf. Oh fuck, jetzt hab ich einen Fehler gemacht. Soll ich irgendwas mit dir? Moment, ein großer Zombie mit einem Hühnchen oder einem Baby? Ja, die tauchen doch oft auf. Öfter als Spinnenreiter. Die Spawnrate ist eigentlich kleiner. Hm? Die Spawnrate ist aber eigentlich kleiner. Ja, ich seh's aber irgendwie öfter. Sepp, wo bist du? Ich höre nur Glas kaputt gehen, beziehungsweise. Ach, da oben ist er. Hallo. War schon. Über der Schuh. Ja, genau auf ihr Glas. Ich weiß auch genau, wo ich den sitze. Oh, verbaut, nein. Bin gerade schon auf dem Weg. Ja, ich habe auch kein Glas mehr. Gut. Toll. Geronimo! Oh, fuck! Fuck! Nein! Nein. Alter, war das Arsch! Genau mit anderthalb Herzen überlebt, ey! Zum Risiko! Und er stirbt! Nein! Oh, hat's überlebt, wieso? Aber ich höre, wie das Skelett auf mich schießt! Der überlebt es wieder!
Ich bin halt genau ins Wasser gehüpft, ne? Weil ich kann. Naja. So, gleich mal Marc sein Glas klauen. Okay, ist oben ist der Creeper explodiert. Aber das kann nicht wegen mir sein, weil ich war ja hier unter Wasser. Sag das nicht. Die Creeper sind ganz tricky, Alter. Ja, nehmen wir die oberen, das sind am meisten, glaube ich, ja. Sind berührt. Ich bin jetzt ganz vorsichtig. Nur als ob gar nichts wäre. Monster existieren. Ja. Oh mein Gott, es sind so viele! Ja, da campen alle genau da, wo ich hin will. Fickt euch doch. Camp überall. Scheiße, scheiße! Nein! Und du hörst so Boom! Ich glaube, wir haben eure Oberflächenschicht wieder so. Goldrüstungszombie. Ich schaff's auch wieder. Oh, verdammt. Na nee, gut, ist ja nicht so schlimm. Es ist Wasser eh schon weg. Damn, ja, aber die Erde brauchen wir dann, um dann die Schicht darunter. Egal, wir machen das schon. Felix hat ja noch Erde. Ich gehe davon aus, dass ihr noch genug Materialien habt. Ihr müsst. Oh, wenn ich bestimmt. Heile bei euch ankomme. Alter, wir bauen hier mal eine Rüstung. Ja. Nein, es geht gerade darum, weil ich nichts mehr zu essen habe. Wir bauen hier mal eine Rüstung und Essen. Ich hatte ja noch volles Essen, aber durchs Abbauen habe ich nicht gedacht, dass ich so viel brauche. Ja, das ist aber gleich schlimmer geworden, habe ich das Gefühl. Hä? Brauchst du für immer viel mehr Futter, oder? Mhm. Habe ich auch so das Gefühl. Okay. So, schon sind meine ganzen Melonen weg. Ja, ich habe auch irgendwie mega viel verbraucht. Ich habe ja auch 40 Brote gefressen heute. Sieht schon wahnsinnig aus, wenn du hier ankommst und die Kuppel aus dem Wasser ragt. Ja. Die sind wahnsinnig. Och, das Skelett nervt mich jetzt. Das ist zwar nett, aber es nervt. So, jetzt. Ja, wo komme ich jetzt rein? Ja, über den Berg. Wenn du direkt dahin kommst, da kannst du eigentlich gut reinkommen. Da habe ich sogar noch so einen Kletterweg hingebastelt. So, jetzt muss ich hier geradeaus. Okay, wie machen wir das jetzt am liebsten? Marc, du hättest ja auch mal so ein Ding vorbauen können. Das, Weil hier, das wird jetzt kompliziert für mich. Ja, genau, hier geht's halt eben nicht. Achso, du meinst jetzt die Ecke oder was? Hä? Ja, warum geht das hier nicht auf, hä? Was, wo geht's nicht auf? Das geht überhaupt nicht auf. Ja, eben. Das ist es halt, was ich die ganze Zeit am erzählen bin. Dass hier irgendwo noch ein Mega-Fehler drin sitzt. Ja, hier ist wirklich irgendwo ein Mega-Fehler. Deswegen will ich von da oben jetzt runterbauen, weißt du? Um 11, das zu sehen. 4, 3, 2, 2, 2, 3 mal 2, dann 2 Einser, dann der Zweier, 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 1, 1, 1, 2, 3, 4. Jetzt bist du überhaupt nicht, ey. Falsch gemacht, Alter. Der passt doch auch überall. Krieg ich nicht. Ganz ehrlich nicht. Wird nur noch. Deswegen ziehe ich das jetzt hier halt runter, damit wir den Fehler beheben können, weißt du? Weil so gut wie möglich beheben können. Was war das? Gar nix. Ein Klingelton von. Ich weiß nicht. Naja, alles klar, Fußball, was sonst? Von einem Vibe Fußballvideos geschickt, Alter, was geht denn? Ich hoffe, muss ich den Leuten doch sagen, dass mich das ein Scheiß interessiert. Jetzt habe ich wieder dieselbe Menge an Sand. Autsch. Entschuldigung. Ne, das war ich ja selber. Ich weiß. Warum machst du das denn? Nur so provisorisch. Nur so provisorisch, weil es immer an mir liegt eigentlich. Selbstverständlich. Ich immer einen halben Schritt. Nach dem Erfolgsprinzip. Das mit dem Erdturm war jetzt natürlich nicht so super. Ja klar, den kann man aber später leicht entfernen. Ja, das geht mir jetzt erstmal darum, dass wir die Kuppel richtig bauen. Also ich meine, theoretisch dürfte es ja gar nicht so kompliziert sein, das umzubauen. Ja, deswegen baue ich eigentlich das, alles andere passt. Deswegen baue ich das hier ja runter.
Damit ich das sehe. Ist das die dritte Zweierreihe? Nein, ich zähle gleich nach. Ja, müsste. 1, 2, 3, ja. Ah ja, das ist die Vierer, genau. Dann machen wir dann also ein Zweier. Wieder eine Zweierreihe, ja? Ja, vier Zweier. Das sind die vier Zweier. Jetzt kommen die drei Einser. Aber irgendwie passt das mit den 8 Kohlen nicht. Doch. Nein. 8 Kohlen reicht genau für ein 460er Stack. Ja. Nein. Doch. Es bleiben immer 5 hier über beim Ager. Nein, aber kein Bullshit, dann hat irgendjemand wieder missgebaut. Es sind 8 Kohlen, verbrennen genau 64. Ich weiß, Blöcke. Eigentlich, ja. Ja, dann hat irgendjemand wieder missgemacht. Dann hat irgendjemand zu wenig Kohle rein. Also ich habe genau 8 Kohlen in jeden Ofen vorhin. Ja, und ich habe einfach nur Sand reingemacht. Und zwar ja, gut, es muss ja auch nochmal ausbrennen erstmal. Ja, eben, müsst ihr erstmal ausbrennen. Oh Mann, Felix. Also im Prinzip muss jetzt da drunter die erste Viererschicht sein. Das heißt, hier drunter ist eine Viererschicht. Wo passt es nicht? Eisendreck, wie komme ich jetzt hier hoch? Eisendreck. Jetzt aber. Oh, das war sie. Wie sieht das denn hier aus? Hi Felix, da bin ich wieder. 3, 2, 2, Ecke. Ich glaube, ich kenne den Fehler. Außerdem, ihr Helden oben in meiner Truhe, wo ich die Gläser reintue, war immer noch Glas drin. Ja, warum bricht das denn? Dem Thema ist kein Glas mehr rein. Drinne. Unten über dem Bett die Kiste. Ja. Die war vorhin leer. Da habe ich mir auch gerade Glas rausgenommen. Wie viele Zweier kommen da? Ah, ja, ja gerade war noch was. Es sind noch 3 Stacks drin. Ja, aber ich habe ihn die alle mitgenommen, weil ich jetzt nicht so viel brauche. 3 mal 2 und dann Ecke. Glaube ich. 1, 2, 3. Vielleicht zeige ich. Dann heißt es, oh verdammt, ich hätte eine Reklampe. Verdammt! Oh Gott, was ist das? Hier ist eine Ecke, so. Man muss echt aufpassen, wenn ihr so in den Höhen arbeitet. Da fällt man ganz leicht runter. Ach so. Ah, schön, Hälfte meines Lebens verloren. Geht schön meine Rüstung bei kaputt. Ja. Die arme Rüstung. Ja, Kopfhörer von Giorgio Armani, ja. Bullshit. Rüstung von Giorgio Armani. Diamanten Rüstung. 1, 2, 3. Ja, den strahle ich ja dann schon durch mein Verhalten aus. So wie gestern. Sogar in den vorgestern. Da habe ich eine Shisha gebaut, gell? Und weißt ja, ach nee, du weißt nicht, aber Felix, weißt ja, wie weit mein Bad von meinem Zimmer entfernt ist, gell? Ja. Und den Weg habe ich mir erspart und habe einfach von einer geschlossenen Wollwegflasche das Wasser in das Shisha-Ding geschüttet. Dumm. Ich sofort mal ins Bad so rennen, Alter. Auf jeden Fall ging es so, das war ja nicht mal meine. Das ist so einfach nur so, aus deinem Zimmer rausfallen. Wie dekadent du bist, nimmst einfach das Wollwegwasser und schüttest in die Shisha. Ich hätte alles für dich getan, um deinen Durst zu löschen, aber dann nimmst du das für die Shisha. Übel hat. Sind super drauf festgegangen. Ich hätte auch meins genommen, aber es stand halt gerade da. Ah, okay, wir haben uns zu weit gebaut, oder wie? Mhm. Marc? Ja, das ist jetzt auf jeden Fall, so müsste das eigentlich aussehen. Ich dachte, wir haben zu weit gebaut. Ja. Aber das beheben wir beim nächsten Mal. Mhm. Ich würde sagen, wir machen jetzt Feierabend. Ja, guck mal, jetzt haben wir mal die Grundstruktur, jetzt können wir echt mal, ja, und so. Ja, nächstes Mal kriegen wir die Kuppel definitiv fertig. Auf jeden Fall. Gut, dann machen wir den Schluss, oder? Zeit. Ja, würde ich sagen. Denn bedanken wir uns wie immer fürs Zuschauen und beim Zuschauen und, so. Und alles. Selbst steht damit. Ja, das hast du auch mal. Ist nicht cool. Nicht cool, ne? Nee, ist nicht cool. Du hast einen viel zu kurzen Knochen, dann müsste ein langes Schwert sein. Na, warte. Ja, okay, jetzt kommt das hin, auch wenn er gerade ein Schwert hat und da fehlt der Fellgriff und so. Aber warte mal, ich finde es viel cooler, wenn ich. Hallo. Hallo. Ah, ich dachte, so ein Samurai oder so ein Katana haben, so ein riesiges Großes. Ja gut, auf jeden Fall, wir sehen uns bei der nächsten Aufnahme. Und tschüss. Genau, tschüss.